Nordwärts. Sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bitterfeld. Willkommen im Bahnhof von Bitterfeld. Sie werden an allen Unterwegsbahnhöfen halten und bis zu Ihrer nördlichen Endhaltestelle Dessau Hauptbahnhof fahren. Und damit herzlich willkommen zurück in Transimworld 2 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Wir sind unterwegs auf dem DLC Rapid Transit und übernehmen heute einen Zug der S-Bahn-Linie S2 von Bitterfeld nach Dessau Hauptbahnhof. Und als S-Bahn, wie gerade vorgelesen, versteht sich das eigentlich von selber. Wir halten an allen Unterwegsbahnhöfen. Unser Zug, wir sehen ihn hier, ist die DB Baureihe 442, ein dreiteiliger Talent 2. Ja, und da würde ich sagen, beginnen wir direkt mit diesem Szenario, steigen ein in unserem Zug, schließen die Tür, nehmen Platz und müssen als erstes hier die Fahrgäste in unseren Zug einsteigen lassen. 2 Minuten haben wir noch Zeit bis zur Abfahrt. Wir können den Zug für die Abfahrt vorbereiten, Richtungswender auf vorwärts. So, wir schalten uns die SIFA ein. Ja, und wir schauen doch mal in die PZB und wir sehen, auch hier ist leider wieder der falsche Modus eingestellt. Und liebe Zuschauer, auf dem nördlichen Abschnitt können wir das leider so nicht machen. Deswegen müssen wir heute leider ohne PZB fahren, sonst würden wir den Fahrplan nicht einhalten können. Denn Richtung Dessau werden wesentlich höhere Geschwindigkeiten gefahren. Ich habe diesbezüglich auch mal recherchiert und das ist wirklich ein Bug zu dieser Strecke, da... Das können mehrere aus der Community bestätigen und soweit ich weiß, ist wohl der Hotfix seitens Dovetail Games eben schon fertig, muss halt nur noch released werden. Also sprich, das Update muss eben hier noch eingespielt werden. Wann das sein wird, es weiß leider aktuell keiner. So, naja, also müssen wir leider erst einmal so spielen. Ich persönlich finde es sehr schade, aber dann muss das jetzt halt ohne PZB gehen. Denn diese geringe Überwachungsgeschwindigkeit, das ist gar nicht mal das Problem. Das Problem ist einfach, dass wir mit dem PZB-Modus U ja nur maximal 105 Stundenkilometer fahren dürfen. Und wir haben jetzt hier Abschnitte, wo es bis 160 geht. Das bedeutet, wir könnten einfach hier den Fahrplan absolut nicht einhalten. Die Fahrzeit hier bis Dessau, so wird so eine knapp 30 Minuten soll das Ganze dauern. Starten hier in Bitterfeld am Gleis 6 müsste das sein. Und nee, Gleis 5 steht es ja sogar. Naja, ja, Augen auf, aufgepasst. So, also in gut 20 Sekunden geht's los. Das ist heute wahrscheinlich dann eben auch etwas entspannter. Wir können ja hier mal den Kontrast mal ein bisschen umschalten. Finde ich nämlich auch eine tolle Sache, dass man so eine Spielerei hier machen kann. Zugziel, wie gesagt, können wir aktuell auch noch nicht einstellen bei diesem Zug, soll aber nachgeliefert werden. Ja, also von Bitterfeld geht es jetzt also ans nördliche Ende, nachdem wir mit diesem Zug ja das südliche Ende erkundet haben. Von der Strecke und das letzte Mal haben wir so den mittleren Bereich erkundet. Da sind wir ja mit der Baureihe 182 unterwegs gewesen, die es für diese Strecke als DLC gibt. So, Türen sind verschlossen, das heißt, wir können uns direkt auf den Weg machen oder können dies eben auch nicht tun, weil wir wahrscheinlich das hier beides nochmal machen müssen. Stromabnehmer hoch und das Ganze schließen, damit der Zug jetzt geht's los. Das muss man manchmal auch machen, auch so ein kleiner, sag ich mal, beliebter TSW2-Bug. Mit dem man es hier gelegentlich zu tun hat. So, aber den PZB-Bug, wie gesagt, den können wir nicht lösen. Ich habe da auch nochmal recherchiert. Wir können leider hier bei dieser Fahrzeugvariante den PZB-Modus nicht einfach so umschalten. Wie gesagt, das ist hier seitens des Entwicklers ein Bug, den es wohl seit dem letzten Update gibt. Und das letzte große Update ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her. Das war im... Wann war das? Sommer oder Spätsommer 2021, also auch schon wieder ein gutes halbes Jahr her. Ja, finde ich natürlich schade, dass das dann doch so einige Zeit dauert. Aber das hängt wahrscheinlich auch mit den Testzeiten zusammen, dass man, wenn das so ein Update kommt, das möglichst auf allen Plattformen dann gleich versucht auszuliefern. Na gut, können wir halt nicht ändern. So, in 1,1 Kilometern soll wieder eine 60er-Zone kommen, aber hier können wir erstmal ein bisschen schneller fahren. Nächster Halt ist Krippin. Ihr seht hier zum Beispiel einen Bereich, hier dürften wir mit diesem PZB-Modus U, der ist eigentlich nur für schwere Güterzüge gedacht und nicht für Reisezüge, dürfen wir jetzt nur 105 fahren und ihr seht hier ist die Geschwindigkeit ja sogar freigegeben bis zu 120 Stundenkilometer. So, müssen wir schon wieder runterbremsen. Denn hier vorne kommt dann gleich eine Zone, wo nur 60 erlaubt sind in 300 Meter, weil wir wahrscheinlich nochmal
das Gleis wechseln. Der zweigt ja in Bitterfeld auch die Strecke in Richtung Dessau ab, in Richtung Dessau, beziehungsweise dann weiter in Richtung Berlin. Ist aber die langsamere Strecke von über Dessau und Beelitz nach Berlin. Dann gibt es ja noch die direkte Verbindung über Lutherstadt-Wittenberg in Richtung Berlin. Also schon einige Abzweige, die man hier erkunden. Ich glaube aber, hier wäre eigentlich die komplette Phase 60 gewesen, hätte ich jetzt gedacht. Und nicht nur wegen der Weiche. Aber ich weiß es jetzt gerade nicht genau. So, dann geht es jetzt wieder los auf 120 Stundenkilometer. Und in 1,1 Kilometern sollen wir dann schon anhalten. Dann erreichen wir den ersten Halt Krippin. Und hier kommt auch schon ein Zug entgegen. Aktuell ist es bei der S-Bahnlinie S2 so, die fährt nach wie vor nach Dessau. Hat ja nur im südlichen Bereich ein etwas anderes Ende. Endet nicht mehr in Markkleeberg, sondern in Leipzig. Leipzig-Stötteritz ist aber weitestgehend dieselbe Strecke, nur dass dann eben hinter dem südlich vom Citytunnel auf einem anderen Abzweig gefahren wird. Im Nördlichen fährt sie nach wie vor bis Dessau und bis Lutherstadt-Wittenberg. Da findet laut Fahrplan nämlich ein Systemhalt am Bahnhof von Bitterfeld statt, wo ein Zugteil dann eben nach Dessau fährt und der andere nach Lutherstadt-Wittenberg. So, wir erreichen den ersten Halt, Krepin oder Krepin. Und bringen den Zug jetzt hier zum Anhalten. Brauchen natürlich wieder so ein bisschen und verbremsen uns, wenn wir jetzt Pech haben, auch noch. Aber das könnte noch was werden. Also ein bisschen zu spät gebremst, aber das sollten wir noch schaffen. So, dann lassen wir die Fahrgäste auch hier aussteigen. Ja, gerade noch geschafft, würde ich mal so sagen. Gerade noch geschafft. Jetzt sehen wir noch mal unseren Zug. Ein wunderschöner Sommerabend, den wir hier erleben dürfen. So, wie zeitig sind wir denn? Hier können wir sogar überlegen, ob wir mal gucken, wenn wir so viel Zeit haben. Das haben wir letztens nämlich in Delitzsch nicht gemacht. So, jetzt sind wir aufgestanden. Können wir nämlich mal gucken, ob wir hier noch ein paar Sachen freischalten oder aufhängen können. Streckenkarten und so weiter. Das kann man ja auch hier entlang der Bahnhöfe machen, wenn es die Zeit ist. Das kann man auch machen, wenn man zu spät ist. Aber ich finde sie jetzt hier aktuell nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht aus dem Kopf, welche Items wo aufgehangen werden können. Naja. Denn dafür spiele ich das dann leider manchmal einfach zu selten. So, hier ist auch nichts, okay. Aber wir müssen ja auch ein bisschen hier die Zeit im Auge behalten. Ich glaube, die Schneekästen, die kann man auffüllen, hätte ich gedacht, die Streukästen. Und dann wurde das wahrscheinlich an diesem Bahnhof hier schon erledigt. So, also ab hinein wieder. Aber gleich ein bisschen frische Luft geschnappt. Platz nehmen, denn wir können los. Ja, das ist der Nachteil, wenn man solche Spielereien nebenbei macht. Dann ist man einfach dann etwas später dran. So, Türen sind verschlossen und es kann losgehen in Richtung Wolfen. Wir sind hier im Land der Frühaufsteher unterwegs, Sachsen-Anhalt. Und auch im Chemiedreieck, also Bitterfeld, Wolfen, Halle, Saale, Leipzig. Das war ja zu DDR-Zeiten das Chemiedreieck. Und ist es auch heute noch, gerade im Raum Bitterfeld, Leuna, die Werke, die sind ja noch erhalten geblieben. War ja zu DDR-Zeiten ein ganz, ganz wichtiges Chemiewerk gewesen, aber auch hier. Aber dann ging es nach der Wende in turbulenten Zeiten, war das lange umstritten, ob es erhalten bleibt oder nicht. Aber man hat es geschafft, diese Werke und diese vielen tausend Arbeitsplätze, die damit verbunden sind, eben auch erhalten zu lassen. So, für uns geht es weiter. Wolfen bei Bitterfeld, an 1,6 Kilometern. Der nächste Halt und auch hier fahren wir gleich wieder auf 120. Also, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, dass ich das jetzt erstmal hier ohne PZB spiele. Das letzte Szenario, ich hatte ja im letzten Video angekündigt, wollten wir eigentlich mit dem Doppelstock-Steuerwagen fahren. Aber wir werden das wahrscheinlich dann doch lieber mit dem Talent 2, also mit diesem Zug nochmal fahren, weil ich da ein sehr schönes Szenario beginnend ab Delitzsch gefunden habe, was da ganz gut passt. So. So, da kam uns schon der nächste Zug entgegen. Es gibt ja auf dieser Strecke zum einen den Regionalexpress, der da zwischen Leipzig, Dessau und Magdeburg unterwegs ist. Nur an den etwas größeren und wichtigeren Bahnhöfen hält. Und dann gibt es aber auch noch hier die S-Bahn, die jeden der unterwegs Bahnhöfe bedient. So, wir erreichen Wolfen bei Bitterfeld. Die Stadt ist ja jetzt eine Stadt, also Bitterfeld-Wolfen. Das ist sozusagen, was früher waren, zwei Städte waren, ist jetzt eine Stadt und sie trägt den Doppelnamen Bitterfeld. Wolfen, ist genauso Dessau. Dessau heißt ja mittlerweile Dessau-Roßlau, auch ein Zusammenschluss aus zwei Städten, was natürlich auch wieder ja auf gewisser Weise ja Ersparnisse bringt
Verwaltungskosten und so weiter, brauchst halt zum Beispiel nur einen Bürgermeister. So, können wir uns auch hier umschauen. So, wie lange, wie spät? Hier sind wir auch wieder eine Minute früher dran. Das heißt, wir können auch hier nochmal gucken, ob es hier was zum Freischalten oder Auffüllen gibt. Da müsste man nochmal wissen. Ich hätte mir nochmal das Intro anschauen sollen. Da würden wir genau wissen, wonach wir suchen. Nach Streckenkarten suchen wir anscheinend nicht. Wir schauen hier nochmal, was ist denn das? Na, hier müssen wir, können wir nichts machen. Es gibt ja immer mehrere, so ich wisst, wonach ich suche, ne? Nach den Nebenaufgaben. Können wir höchstens nochmal im Tunnel schauen und immer schön die Uhr jetzt hier im Auge behalten. Dann noch so ein bisschen die Bahnhöfe kennen. So, und doch mal hier unten schauen. Ja, hier haben wir zum Beispiel was. Hier können wir eine Streckenkarte aufhängen. Sehr schön. 2 von 25, also hier gibt es noch jede Menge, die man hier finden kann. Aber ich würde sagen, es ist Zeit. Wir kehren mal lieber langsam in unseren Zug zurück. Finde ich auch toll, wenn man so einen großzügigen Fahrplan hat, dass man dann eben auch solche Sachen erledigen kann. So, ein Mülleimer, können wir nichts machen. Okay. Dann also wieder zurück an unserem Arbeitsplatz. So, Türen schließen, dass hier nicht jemand einfach so uns den Zug klaut, aber das könnte eigentlich nur ein ausgebildeter Lokführer. Also, und das ist auch so ganz wichtig immer für die Payware-Entwickler und für die Add-on-Entwickler. Es ist jetzt nicht so, wenn ihr Train Sim World oder Train Simulator gespielt habt oder wenn ihr Zusi gespielt habt, ihr könntet dann trotzdem normalerweise nicht in der Lage sein, einen Zug in Bewegung zu setzen. Ihr seid der ausgebildete Lokführer, dann ist das was anderes. Aber normalerweise gibt es da extra noch ein Abkommen, dass das eben nicht passieren darf, dass jemand einen Zug nur weil er das Spiel gespielt hat, in der Lage ist, einen echten Zug in Bewegung zu setzen, weil da haben auch die Eisenbahngesellschaften was entgegen. So, jetzt lassen wir den Zug hier mal wieder lossausen. Es geht weiter in Richtung Norden, Nordosten nach Dessau. Das ist, glaube ich, die viertgrößte Stadt in Sachsen-Anhalt. Nach Magdeburg, Halle, Saale. Ich glaube, Dessau ist nur die viertgrößte oder die drittgrößte. Ich meine, es ist nur die viertgrößte. Ansonsten sind ja die größeren Städte in Sachsen-Anhalt noch Halberstadt, Wernigerode. Wernigerode sicherlich sehr bekannt, im Harz gelegen. Dann Gardelegen ist von der Fläche her noch eine der größten Städte. So, 1,8 Kilometer noch bis nach Jesnitz, Anhalt. Sachsen-Anhalt, also Anhalt war ja früher so eine extra, ich weiß gar nicht, das hieß ja nicht Bundesland. Es hieß früher, genauso Baden und Württemberg waren früher auch getrennte. Ich weiß gar nicht, ob das Bundesländer hieß das früher nicht, das hieß anders. Aber so Grafschaften und so weiter, also das waren ja aber früher mal ganz eigenständige Länder gewesen, zu ganz früheren Zeiten. So, direkt vor der Einfahrt in Jesnitz müssen wir auf 70 runterbremsen. Dann machen wir das jetzt mal so langsam, aber sicher. Wäre jetzt auch quartierpflichtig gewesen hier die Geschwindigkeit. Da vorne, direkt vom Bahnsteig quasi, geht das los, okay. Hätten wir mit PZBO etwas schneller erledigen müssen. So, sowieso ein bisschen zügiger hier. So, hier geht die 70 los. Und hier beginnt jetzt hier die Einfahrt in den Bahnhof oder Haltepunkt von Jesnitz. Ja, ich selber bin auch schon ab und zu auf der Strecke unterwegs gewesen, war aber meistens immer mit dem Regionalexpress. So, und hier kommen wir auch super pünktlich an. Also ein sehr gut und entspannter Fahrplan, den wir jetzt hier gerade haben. So. So, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich jetzt ab und zu hier aussteige. Hier haben wir die Streckenkarte ja direkt am Gebäude. Hier haben wir ja auch passendes ja, Graffiti. Das findet man ja auch gerade viel oft an den kleinen Bahnhöfen. So, 26:30, da können wir uns gar nicht groß weiter umschauen, springen direkt wieder rein in unseren Zug und schließen die Tür. Ja, wie gesagt, wenn wir Platz haben, dann können wir das natürlich machen, dass wir auch mal die Streckenkarten aufhängen, weil das ist auch so was, was auch sehr in meinem Let's Plays also sehr vernachlässigt wird. So, schließen die Türen. Und dann kann es gleich weitergehen. Wie gesagt, so wie dass wir heute ohne PZB fahren müssen. So, der nächste Halt ist dann wieder ein kleiner Ort. Das ist dann Ragun. Da sollen wir in gut 4 Minuten ankommen. 2,9 Kilometer. Und wir dürfen, ach stimmt, wir dürfen jetzt gar nicht so schnell fahren hier. Auch nicht so stark beschleunigen, dass wir jetzt hier nicht noch den Radschlupf bekommen.
Habt ihr ja letztens gesehen mit der 182. Wie gesagt, die 182, die ist hier als Fahrzeug-DLC für diese Strecke erhältlich. Habe ich euch ja letztens gezeigt, die Lokomotive. Ich denke, auf die Fahrt mit einem Steuerwagen werden wir verzichten, weil da gibt es nur ein extrem langes Szenario über die komplette Strecke. Und den Steuerwagen werden wir auf anderen Strecken noch oft genug fahren. Ist ja in der Regel, glaube ich, immer der gleiche Steuerwagen. Vielleicht außen etwas anders designt, aber generell ist das, glaube ich, der gleiche. So, warum hier nur 70 war? Wahrscheinlich wegen dem Bahnhof und dem Bahnübergang, schätze ich jetzt einfach mal. Auch hier jetzt animierter Straßenverkehr. Ja, wenn man gerade über dieser, auf dieser Strecke dann weiter in Richtung Magdeburg fährt, kann ich nur empfehlen, Regionalexpress Leipzig-Magdeburg über Dessau, spätestens hinter Dessau, also nördlich von Dessau, da hast du das echt das Gefühl, du fährst dort wirklich durchs Nichts. Das ist auch richtig, richtig krass. Da hast du wirklich das Gefühl, die Welt ist zu Ende. Wenn da wirklich nur ab und zu kleine Orte sind und wirklich nichts ist. So, entschuldigt, ich bin gerade ans Mikrofon gekommen. So, in 2 Minuten sollen wir da sein. Werden wir nochmal auf 120 beschleunigen. Ja, wie gesagt, würden wir jetzt mit PCB-Modus U fahren, also mit den 55, da könnten wir, wäre jetzt hier Schluss bei 105. Ist natürlich die Frage, bei den kurzen Abschnitten, jetzt hätten wir wahrscheinlich doch noch den Fahrplan einhalten können, aber schwierig, gerade mit den Überwachungen, da fährst du auch deutlich geringere Überwachungsgeschwindigkeiten. Ich halte es dann für sehr schwierig. So, und dann bremsen wir schon wieder an auf den nächsten Bahnhof Ragun. Müsst ihr dann, was kommt denn eigentlich noch an größeren Bahnhöfen? Ich glaube, das größte war ja Wolfen unterwegs. Ansonsten, so viel ist ja dann gar nicht. Wir sollen auch nur noch laut Fahrplan 13 Minuten unterwegs sein. Also ich glaube 43 oder was sowas sollen wir schon Dessau Hauptbahnhof ankommen. Dessau Süd kommt noch, das kenne ich. So, also Ragun, da ist die Streckenkarte am Gleis 1. Sehr gut. So, das sollten wir auch noch schaffen, weil wir relativ viel Zeit haben und sehr zeitig hier ankommen. Ja, ich kann mir nur wünschen, das Thema PZB, um das jetzt mal abzuschließen hier, dass das noch behoben wird. Ich denke mal, langfristig wird dann auch ein Update kommen. So, aber wir hängen jetzt erst einmal die Streckenkarte. Guten Tag, wo wollen Sie denn alle hin? Zugzählanzeigen habe ich leider keine, es geht noch nicht. Und hier gucken wir mal, dass wir jetzt hier noch die Streckenkarte aufhängen können. Da haben wir schon die 4. aufgehangen. Wie gesagt, bei großzügigen Fahrplänen, aber man konnte doch mehr machen, als hier nur Streckenkarten aufhängen. Ich weiß noch nicht mehr was. So, an den Mülleimern konnte man nichts machen. Oh, oh, Schuldchen, aber sie hätten auch aus dem Weg gehen können. So, also wieder zurück zu unserer Lok. Da machen wir gleich ein bisschen Fitnesstraining noch. Sport und Beruf verbinden, warum auch nicht. So, also wieder hinein in unsere Lokomotive. Nicht Lokomotive, in unserem Zug natürlich. Und dann geht's in gut 25 Sekunden schon wieder weiter. So. Ja. Also, sehr kleine Haltepunkte. Und auch hier sehen wir zum Beispiel so individuell gestaltete Bahnsteige, die wir hier betrachten können. Das sind alles so Feinheiten, wo man dann schon sieht, ja, der Entwickler gibt sich hier wirklich Mühe, das auszugestalten, dass nicht alles irgendwie gleich aussieht, sondern wirklich die Bahnhöfe hier individuell gestaltet. Das ist auch so typisch Provinzbahnhof, altes Gebäude, total beschmiert, verlassen. So, das sind so Sachen, die auch in Wirklichkeit bei vielen kleinen Bahnhöfen sind. So, das nächste ist dann Marke, wo wir dann anhalten. So, setzen wir uns in Bewegung. Könnt ihr gleich bis auf 120 beschleunigen. Zug nur mäßig besetzt. Ja gut, Rush Hour. Wir sind eigentlich mitten im Feierabendverkehr. Und jetzt sollen wir 3 Kilometer in 3 Minuten fahren. Das, also das wird jetzt knapp, in Marke pünktlich anzukommen. 2,5 Minuten haben wir noch. Geht's durch die Wälder, Sachsen-Anhalt. So, ihr seht, der Sonnenuntergang beginnt. Ich habe jetzt mal das Licht hier im Führerstand ausgeschalten. Und der hat ganz schön zu tun, der Zug hier auf Tempo zu kommen. Leichter Anstieg und schon hat er zu tun. Ja, aber wir sollten das pünktlich schaffen. Vielleicht schaffen wir das an dem Bahnhof nicht mehr, die Streckenkarte aufzuhängen, aber schaffbar ist das auf jeden Fall, da pünktlich noch anzukommen. So, also sind wir gleich bei 120.
Jetzt geht es ja auch ein bisschen bergab. Dann wollte die SIFA wieder zurückgesetzt werden. Wie gesagt, SIFA habe ich ja trotzdem eingeschaltet, nur halt eben heute ohne PZB. Was für diesen Abschnitt aber kaum relevant ist. Es wäre jetzt relevant gewesen vor Jesnitz mit der 70, in Dessau natürlich bei der Ausfahrt. Und, Quatsch, in Bitterfeld bei der Ausfahrt und in Dessau war höchstwahrscheinlich auch bei der Einfahrt. Ansonsten wäre das ja kaum relevant gewesen, jetzt hier mit der PZB zu fahren. So, nächster Halt also in 900 Metern. Das wurde, oder 800 Meter, das wird ein bisschen mehr an die Eisen gehen hier. Gut. Dann müssen wir also herunter. Haben wir doch noch eine Minute Zeit. Also ich unterschätze das manchmal, dass man dann doch schneller ist als gedacht. Ist so krass abhängig von den Geschwindigkeiten, die man da fahren darf. Also wir erreichen die Station Marke. Jetzt muss ein bisschen mehr an die Eisen gehen. Einfahrt am Bahnsteig, wo wir halten, nur mit maximal 60. Auch das sind alles so Hinweise, die ihr mir mal mit der Zeit gegeben habt. Und ich bin euch da wirklich dankbar. Ich weiß, dass hier einige auch zuschauen, die selber in Wirklichkeit, also im Real Life, sage ich jetzt mal, selber einen Zug fahren oder eben beruflich da mit der Eisenbahn zu tun haben. Bin ich euch sehr dankbar für die ganzen Hinweise. So, wir halten an, auch wenn wir uns hier so ein bisschen die Fahrgäste jetzt wegen uns laufen müssen. So, wir gucken mal, ob wir hier noch eine Streckenkarte aufhängen können. Eine Minute haben wir Zeit. Guten Abend, tut uns leid, Sie müssen ein Stück laufen. Hier haben wir auch eine Streckenkarte, die Aufgabe werden kann. So, haben wir erledigt. Was ist denn da vorne von Gelb? Jetzt können wir da irgendwas dran machen. An diesem Gelben. Ich, wie gesagt, das sind ja immer so mehrere Dinge, die man machen kann. Ja, Schneeschaufeln sammeln, das kann man hier noch machen. Ich erinnere mich. So, und hier abgesperrter Bereich. Also hier war wahrscheinlich mal für längere Züge gedacht. Was ist ja jetzt aktuell hier an dem Bahnhof wahrscheinlich nicht mehr unterwegs. Und da rennen wir zurück. Lauf, 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 komm. Wir müssen uns erstmal Kalorien ablaufen, die wir dann, wenn wir ankommen, zum Abendessen wieder zu uns nehmen. So, also, wer von euch treibt denn noch so in seiner Freizeitsport? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich selber treibe ja eigentlich abseits in meinem V-Life, hab direkt in meiner Wohnung einen Cross-Trainer stehen und nutze das Ding, naja, ich sag's mal, fünfmal die Woche versuche ich da schon Sport zu machen. So 45 bis zum Teil 60 Minuten. Ja, man wird ja auch nicht jünger, sage ich jetzt mal. So, Türen können wir schließen. Nächster Halt ist dann schon Dessau Süd, vorletzte Station. So, damit sind die Fahrgäste eingestiegen und es geht weiter in Richtung Dessau Süd. 7 Kilometer, knapp 4 Minuten Fahrzeit. Also auf geht's. Und dann geht's weiter. So, da erreichen wir ja unseren Zielort. Ich gehe mal davon aus, dass wir das auch schaffen. Ja, 7 Kilometer, das ist schon ein ganz schönes Stück. Also das ist schon... Sieht jetzt auch erstmal knapp aus, aber habe ich ja bei dem vorherigen Abschnitt auch gedacht. Dann hätten wir dann, wenn wir heute abschließen, auch den nördlichen Teil dieser Strecke schon erkundet. Was natürlich hier bei solchen Vorortstrecken, und das meiste, was es ja gibt, sind ja Vorortstrecken, Nahverkehrsstrecken. Was ja natürlich fehlt, sind die Zugdurchsagen. Da gibt es auch leider auch keine Möglichkeit, diese hier ins Spiel zu bringen. Natürlich gäbe es Möglichkeiten, Ansagen generell zu nutzen. Da müsste halt dann quasi noch ein drittes Programm im Hintergrund laufen und wo man quasi hier eine Taste drückt, welches dann die Ansagen bringt. Das gab es so ähnlich, wie das damals im MSDS gelöst wurde. Aber das ist dann auch schon wieder ein relativ großer Aufwand, den man dann vor sich hat. So, jetzt geht das mal von 19, 20, so. Da kommt es schon der nächste Zug entgegen. Reger Zugverkehr um die Zeit, auch hier eine Einzeltraktion. Ja, was ich mir hier natürlich hier für diese Strecke wünschen würde, vielleicht nochmal ein Expansion-Paket, denn was euch vielleicht an den Szenarien hier so ein bisschen auffällt, die Szenarien weichen jetzt nicht, abgesehen von Start- und Zielort, weichen die nicht so großartig vom Fahrplan ab. Also hier hätte ich mir, und da hat man auch gemerkt, damals 2017, wo die Strecke veröffentlicht wurde, sie sollte unbedingt noch vor Weihnachten raus, um einfach dieses ganze Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Das hat man, das kann man jetzt dem Entwickler auch gar nicht übel nehmen.
Das hat man damals schon gemerkt, ja. Also bei Great Western waren die Szenarien sehr kreativ, bei Sandpatch Great sind sie kreativ und hier waren sie relativ simpel gestaltet. Aber hier hätte man auch sowas machen können, wie System halt, wie Züge verbinden, Züge auseinanderkuppeln oder vielleicht mal eine Fahrt mit Richtungswechsel, beziehungsweise eben also Hin- und Rückfahrt, also so eine Wendezugaufgabe. Das gibt es in anderen Strecken wieder, aber hier, also man hat ja wirklich gemerkt, dass diese Strecke vor Weihnachten Brüssel an den Szenarien hat man es echt gemerkt. Die sind hier etwas, ich sag mal, eintönig gestaltet. Also trotzdem schön zu fahren und etwas kürzer als diese langen Fahrplanfahrten, also die von 2017. Im neuen Fahrplanmodus von 2021 gibt es ja da auch etwas kürzere Fahrten. Ja. So, saust unser Zug hier nochmal vorbei. Auch hier die Kamera, irgendwie ist die immer einseitig positioniert. Immer eine Seite vom Zug, aber nie die andere. Das ist auch so ein kleines Kuriosum, was man hier hat. So, lassen wir den Zug erstmal hier sausen. Und ich finde auch so, der Sound von dem Zug ist auch extrem leise. Das ist in anderen Zügen bei den moderneren Strecken etwas besser gemacht. Also, ihr seht, Transworld 2, man hat hier immer noch so eine gewisse Anzahl. So einige Bugs, an denen man zu kämpfen hat. So. Brettern wir hier mit 120 in Richtung Dessau. Okay, da hatte ich das mit den 160 falsch in Erinnerung. Das ist also nur zwischen Delitzsch und, oder beziehungsweise zwischen Leipzig Messe und Bitterfeld der Fall, dass man dort so schnell fahren darf. Hat man ja letztens sogar mal eine LZB-Fahrt gehabt, wo die LZB, naja. Sie hat funktioniert, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal. So, irgendwie müssen wir richtig in die Eisen gehen hier. Dessau Süd werden wir jetzt gleich erreichen. Und das hat, ich finde, den Bahnhof dort hat man auch sehr gut wiedergegeben. Also ich bin dort selber schon mal gewesen an diesem Haltepunkt. Und das ist wirklich so, da steht dieses hohe Haus da gegenüber. Also das hat wirklich einen hohen Wiedererkennungswert. Sicherlich nicht perfekt, ist auch beim Dessauer Hauptbahnhof nicht so, dass das perfekt wiedergegeben ist, aber der Wiedererkennungswert ist schon sehr hoch. So, haben wir hier wieder irgendeine Streckenkarte. Wir kommen pünktlich an, aber nicht. Also jetzt müssen wir uns schon sputen, wenn wir hier noch eine Karte aufhängen wollen. So, Dessau Süd. So, haben wir hier irgendwas aufzuhängen? Hier haben wir nichts aufzuhängen. Hier haben wir eine Schneeschaufel, die wir dorthin hängen müssen. Wir müssen nämlich gleich, oh, müssen gleich schon wieder los. Hier. Nee, auch das ist erledigt. Aber hier haben wir die Streckenkarte. So, und weiter geht's ab zum Zug. Wir müssen schon lange wieder los in Richtung Dessau Hauptbahnhof. Kaum Zeit, uns umzuschauen. Naja, das war ein weites Stück, was wir jetzt hier gefahren sind. So, kommt rein, Leute. Ihr habt Glück, dass ich ein paar Sekunden später losfahre. So. So, seht ihr, hat gar nicht früher losgekonnt. So. Und auch hier dieses hier Gebäude am Ende, das hat man echt schon gut wiedergegeben. So, hier hat also schon mal jemand die Schneeschaufeln gesammelt. Sehr schön. So. Und weiter geht's zu unserer Endstation 4,3 Kilometer. Ja, das könnte dort schon wieder knapp werden. Da pünktlich anzukommen, da dürfen sicherlich nicht mit 120 da in den Dessauer Bahnhof reinbrettern. So, gucken wir nochmal, 120, wofern wir die jetzt ausfahren können. Aber es ist deutlich auch etwas entspannter ohne die PZB. Aber allgemein ist die Strecke ja relativ entspannt. Es wären jetzt hier zwei Beeinflussungen gewesen. Einmal die 70 und einmal die jetzt hier Dessau natürlich Einfahrt in den Bahnhof. Ansonsten sehr entspannt, der nördliche Abschnitt. So. Was man sich natürlich, wie gesagt, wenn die Strecke auch wünschen würde, vielleicht doch mal so ein paar Güterzugfahrten zwischen Leipzig Messe, Bitterfeld, Dessau. Also die Strecke hat hier durchaus Potenzial. Auch Fernverkehrsfahrten sind natürlich zwischen Bitterfeld und Dessau möglich. Da gab es ja jetzt einige Zeit mal, oder gibt es ja jetzt sogar wieder einen Intercity-Anschluss in Dessau. Eine Zeit lang war das mal durch Umleitungen, weil ja Köthen gesperrt war. Und ich glaube, mittlerweile hat Dessau wieder einen Intercity-Anschluss. Nicht, dass ich das so richtig in Erinnerung habe. So, jetzt gehen wir mal auf 0. Da rollt hier nämlich ganz schön schnell der Zug. Ein bisschen schneller als er darf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier wird nämlich gleich
Dein Signal signalisiert, hier müssten wir hier, das müssten wir zum Beispiel dann hier quittieren. Hier wird zum Beispiel eine 60 vorsignalisiert. Wäre jetzt quittierpflichtig. Und in jedem Fall müssten wir also auf 85 runter. Eine Minute hätte man jetzt hier noch Zeit. Also hier ist auch relativ knapp. Die Einfahrt also mit PZB schwierig zu schaffen, meiner Meinung nach. Ohne PZB sicherlich machbar. Da hätte man normalerweise auch ein bisschen später erst anfangen müssen zu bremsen. Aber mit PZB sehr schwierig. Ja, sehr, das, das, so, komm, bremst runter, mein Guter, jetzt hier. So, und hier wäre dann das nächste Quittierpflichtige gewesen. Und dann eben sogar auf 45 runter. Weil ja da ein Haltzeichen das Signal vorsignalisiert wird. HP0, wenn es genau wissen möchte. Das ist K, oder sind das schon KS-Signale? Also genau mit dem Typ kenne ich mich auch nicht aus. Also KS sind ja die Signale, die quasi die Ost- und Westsignale vereinigen sollen. Also HP war, glaube ich, die früheren Ostsignale und HL die früheren Westsignale. So, also Einfahrt in den Dessauer Hauptbahnhof für uns mit unserem Zug. Auch hier geht es dann wieder auf 120 hoch. Und das ist genau so ein Bug, den man auch langfristig einfach mal beheben müsste. Es ist auch wirklich so ein Bug, weil wenn die Geschwindigkeit gilt, dann gilt die ab dem Signal und nicht nur über die Weiche hinaus. So, Einfahrt Dessauer Hauptbahnhof, Endstation für unseren Zug. Wir kommen immerhin, naja, noch in der Minute an, wo wir ankommen sollen. So, und da öffnen wir hier die Türen auf der linken Seite. Hier sind wir jetzt leider einen Tick zu ein paar Sekunden zu spät. Wir können auch hier nochmal gucken, ob es hier was aufzuzeigen gibt, aber den Bahnhöfen ist das dann schon schwieriger, hier irgendwo was zu finden. Ach, was ist denn das hier? Ne, hier können wir nichts machen am Streukasten. Ich glaube, bei irgendeiner Strecke ging das auch. Also hier hängen die Streckenkarten wahrscheinlich dann wieder im Tunnel. Schätze ich jetzt einfach mal. Können uns höchstens hier vorne noch mal umschauen. Ja, also hier können wir, glaube ich, das mal nichts weiter unternehmen. So, wir können noch mal im Tunnel schauen. Meistens ist das bei so großen Bahnhöfen immer im Tunnel unten. So, aber wir müssen erstmal wieder zurück zum Zug, würde ich sagen. Nicht. Nee, hier müssen wir aussteigen und die Aufgabe beenden. Das wäre dann hier an diesem Punkt. Und jetzt hier vielleicht nochmal so am Dessauer Bahnhof ein bisschen umschauen. Krass, dass ich nicht mal den Zug abrüsten muss, aber soll mir recht sein. Ja, da drüben haben wir dann, das sehen wir jetzt nicht, das Hauptgebäude. Und da drüben, das Gebäude, sieht auch wirklich wie sein reales Vorbild aus. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Allerdings ist der Vorplatz ein bisschen nicht ganz nach Vorbild gestaltet. Zum Beispiel fehlen dort die Straßenbahngleise. Aber gut, wir gehen jetzt also zu unserem Punkt, um dieses Szenario abzuschließen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich hier renne und nicht so gemütlich laufe. So, dann schauen wir uns die Auswertung an. Ich denke mal, das könnte für Gold gereicht haben. Und genau so ist es auch. So, ansonsten die Haltepunkte. War getroffen. Hier haben wir sie mal ein bisschen verfehlt. 38 Meter, Dessau Süd. Der hat man es vorher noch mal irgendwo alb. Aber sonst überall pünktlich gewesen. Zum Teil sogar ein bisschen zu früh. Hier 2 Minuten zu früh in Wolfen. Ja, ansonsten ist die Fahrt gut und ruhig verlaufen, so wie man sich das halt vorstellt. Naja, und damit sind wir fertig. Wir haben den nördlichen Teil von Rapid Transit erkundet zwischen Bitterfeld und Dessau. Und ich denke mal, das nächste Mal machen wir noch mal eine Fahrt durch den Citytunnel. Es fehlt uns ja noch ein ganz kleines Stück zwischen Rackwitz und Leipzig-Messe. Und ich denke mal, da werden wir die Aufgabe nehmen, wo wir in Delitzsch starten und von Delitzsch dann noch mal durch den Citytunnel sausen. Und dann hätten wir diese Strecke dann erstmal soweit abgeschlossen. Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Video mit am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.